Hallo zusammen, Thomas hier. Im Oktober diesen Jahres hatten ja bereits Nikon, Olympus und Leica angekündigt, dass sie nächstes Jahr auf der Photokina 2020 nicht dabei sein werden. Und es gab da noch so ergänzend, ich sage mal, einen Wackelkandidaten, und zwar Fuji. Von Fuji war noch nicht so ganz klar, die hatten sich dazu bis dato oder zu der Zeit nicht geäußert. Werden sie an der Photokina teilnehmen oder werden sie nächstes Jahr der Photokina fernbleiben? Und jetzt vor wenigen Tagen hat Fuji gesagt, auch sie werden an der Photokina 2020 nicht teilnehmen. Und da wird es langsam, würde ich sagen, für die Photokina dünn oder zumindest dünner, denn zumindest vier der großen Kamerahersteller, Objektivhersteller werden im kommenden Jahr der Photokina fernbleiben. Und die Frage ist natürlich für mich auch, was hat das für Konsequenzen, was sind die Gründe? Und für mich sind es im Wesentlichen aktuell zwei Gründe, die damit zu tun haben, warum die Photokina nicht mehr diese Attraktivität hat, wie sie sie noch vor vielen Jahren oder vor wenigen Jahren hatte. Das eine sind natürlich sicherlich viele Konkurrenzveranstaltungen. Einmal, weil natürlich das ganze Thema Digitalisierung auch in Verbindung mit der Kameratechnik natürlich schon seit vielen Jahren einhergeht und die Grenzen zwischen Fotografie und allem, was anderweitig mit Digitalisierung zu tun hat, denken wir an die Smartphones, die verschwimmen immer mehr, sodass also die Messen, die sich auch mit dem Thema Fotografie beschäftigen und immer intensiver mit dem Thema Fotografie beschäftigen, immer mehr werden. Ein zweiter Aspekt, der mit dem Thema Messe zu tun hat, ist, dass es immer mehr auch kleinere Veranstaltungen gibt, die sehr geschätzt werden von vielen Fotografen, wo auch die Kamerahersteller, zwar nicht in diesem großen Maße, aber auch die Kamerahersteller unterwegs sind und möglicherweise sogar viel, viel näher an ihrer Zielgruppe als bei der großen Photokina. Wenn wir es denn zumindest mal nur auf den Kunden, auf den Endkunden, also auf uns, auf euch, auf mich einengen, diejenigen, die letztendlich die Kameras kaufen oder zumindest kaufen sollen. Aber es gibt einen zweiten Aspekt und das ist für mich der alles entscheidende Aspekt und der heißt natürlich Social Media und vor allen Dingen auch Social Media Marketing. Wenn ihr euch schon mal mit Vertrieb und Marketing in der Vergangenheit oder aktuell beschäftigt habt oder beschäftigt, dann kennt ihr das Problem. Die Marketingabteilung hatten lange, lange Jahre immer das große Problem, ihre Budgets zu rechtfertigen. Denn niemand konnte wirklich genau sagen, was bringt denn jetzt Marketing? Was bringt denn eine Verkaufsoffensive? Was bringt es denn, wenn wir eine Plakataktion machen? Was bringt es denn, wenn wir auf unserer Webseite mehr Informationen, schickere Bilder, coole Videos liefern? Was bringt das letztendlich für die Umsatzzahlen? Und das war lange Zeit ein Problem und das hat sich zumindest in Teilen in Verbindung mit den sozialen Medien, den sogenannten sozialen Medien, auf jeden Fall ganz klar geändert. Denn Social Media Marketing ist ganz im Gegensatz zum klassischen Marketing messbarer geworden. Man kann wesentlich genauer nachhalten, wenn ich eine Aktion oder eine Werbeaktion auf Facebook starte. Was bringt mir das? Ich kann die Facebook-Aktion wesentlich zielgenauer steuern und Zielgruppen ansprechen und nicht so mit der Schrotflinte in die Menge reinschießen, in der Hoffnung, dass der ein oder andere sich angesprochen fühlt und dann letztendlich mein Produkt kauft. Und in diese Richtung geht für mich eigentlich auch ganz klar, und das gucken wir uns mal an, geht das Statement von Fuji. Denn das war ja lange Zeit nicht so, wie ich sagte es gerade, nicht so ganz klar. Stimmt es jetzt, auch da gingen die Gerüchte schon seit ein paar Tagen rum, stimmt es jetzt wirklich, dass Fuji teilnimmt oder nicht teilnimmt? Und daraufhin hat das US-amerikanische News- und Fotoblog-Magazin, respektive Webseite, hat bei Fuji wohl mal nachgefragt. Und die haben jetzt vor wenigen Tagen geschrieben, dass Fujifilm North America sich auch per E-Mail bei ihnen geäußert hat. Aufgrund von Kosteneffizienz wird man nicht Teil der Photokina 2020 sein. Das ist aber für mich gar nicht der entscheidende Aspekt. Für mich ist wesentlich entscheidender, was da nämlich noch steht. Und da steht nämlich unter anderem: Engage with our customers through other avenues. Das heißt, man will also stärker an den Kunden über andere Vertriebswege. Also offensichtlich nicht über die Schrotflinte Photokina. Und gucken wir uns mal an, wer läuft denn auf der Photokina rum? Da seid ihr, das bin ich. Das sind Leute, die fotobegeistert sind oder zumindest an Fotografie interessiert sind und vor allen Dingen dann eben auch an der ganzen Hardware, die mit Fotografie zu tun hat. Aber viele von denen sind viel mehr daran interessiert, Kameras mal zu begrabbeln. Die werden die im Leben nicht kaufen und sind immer noch daran interessiert, tütenweise Hochglanzprospekte mit nach Hause zu schleppen, die sie dann wahrscheinlich früher oder später dem
dem Altpapier übergeben. Also da laufen sehr viele Leute rum, von denen, ich denke aber, die Kamerahersteller ziemlich genau wissen, die werden unsere Kameras sowieso nicht kaufen. Und da ist natürlich dann die Frage, ist es wirklich sinnvoll, haufenweise Geld auszugeben für riesige Messestände, für die ganze Messepräsenz. Das halbe Unternehmen ist da vertreten, die ganzen Mitarbeiter müssen da sein. Und das kostet alles ein Wahnsinnsgeld. Die meisten Unternehmen kommen von Übersee. Das heißt, die müssen einen wahnsinnigen logistischen Aufwand betreiben, um an so einer Messe adäquat präsent zu sein. Und wenn es unter anderem Fuji, und das ist für mich der Erste, der es so klar gesagt hat bisher, wenn Fuji sagt, dass es uns darum geht, dass wir andere Wege gehen wollen, um an unsere Kunden ranzukommen. Und dann steht hier nämlich noch, und das ist der zweite Aspekt, der für mich ganz klar in diese Richtung deutet, strengthening the digital presence of our products. Das heißt, die digitale Präsenz unserer Produkte wollen wir verstärken. Und das heißt letztendlich, wir müssen gucken, dass wir an die anderen Wachstumsmärkte drankommen, die wir bisher in der Form nicht bedient haben. Und das sind definitiv nicht ihr, ich, die Fotografen, die sich so wie ich vielleicht alle 7 Jahre mal dazu bemüßigt fühlen, eine neue Kamera zu kaufen. Damit kann kein Kamerahersteller dauerhaft Geld zu verdienen. Ich bin da definitiv nicht die richtige Zielgruppe, um so ein Unternehmen am Laufen zu halten. Sondern das sind die Leute, die sich eben noch keine Fuji-Kamera in dem Fall oder generell eine Fotokamera gekauft haben. Das sind diejenigen, die vielleicht bisher mit dem Smartphone fotografieren und vielleicht feststellen, na, ist schon toll, aber so eine richtig tolle Kamera wäre natürlich cool. Die Instagrammer sehen und dann natürlich sehen, mit welcher Kamera hat er das gemacht. Hat er das beispielsweise mit einer Fuji fotografiert? Boah, klasse Fotos, die möchte ich so auch machen, der Klassiker. Da also kaufe ich mir vielleicht auch mal eine Fuji-Kamera, wenn der mit so einer Fuji-Kamera so tolle Fotos macht. Oder natürlich letztendlich auch mit der Nikon, Olympus, Canon, Panasonic und wer da noch alles unterwegs ist. Sony darf man natürlich nicht vergessen. Wenn die mit ihren Kameras so tolle Fotos machen können, dann will ich das auch und kaufe mir die Kamera von dem Instagrammer, der mir am besten gefällt. Und der das eben nicht mit einem Smartphone oder eben auch ergänzt mit einer anderen Kamera fotografiert. Und ich habe es gerade gesagt, auf Twitter und gerade auf Facebook kann man sehr zielgenau, sehr zielgruppenorientiert steuern, wen will ich anschreiben, wen will ich für eine Marketingaktion oder wen will ich mit einer Marketingaktion auf mich aufmerksam machen, um dann diese Zielgruppe, diesen Personenkreis dahin zu bringen, ergänzend neben denen, die ohnehin schon meine Produkte kaufen, dass ich diejenigen auch noch dahin bringe, ergänzend Kameras, Objektive von meiner Marke zu kaufen. Und das ist definitiv aus heutiger Sicht auf einer klassischen Messe kaum noch der Fall. Wie gesagt, ich habe es in dem anderen Video schon gesagt, wie gesagt, Fotokina, vor 2 Monaten habe ich schon mal ein Video dazu gemacht. Eine Messe ist natürlich auch unter anderem natürlich immer für Fachpublikum und da auf die ausgerichtet. Und das ist natürlich eine ganz andere Geschichte. Aber offensichtlich geht es Fuji hier vor allen Dingen um den Kunden, um den Endkunden, also letztendlich um den Käufer. Und den kriegst du auf der Fotokina definitiv nicht in dem Maße. Das ist wie gesagt Schrotflinte und über das Social Media Marketing, YouTube habe ich vergessen. Da kann man natürlich den YouTubern, und das gibt ja nicht wenige, drückt man eine Kamera in die Hand, lässt man draußen in der Gegend rumlaufen. Das ist jetzt nicht negativ gemeint. Ich gehöre nur auch zu denen, die Produkte vorstellen, wenn auch noch keine Kameras bis dato. Aber das ist natürlich ein ganz anderer Weg, um an die Leute ranzukommen. Emotional, auf eine ganz andere Art und Weise, als man das auf einer vergleichsweise nüchternen Messe tun kann. Und ich bin ziemlich sicher, dass sich dieser Weg, der schon seit einigen Jahren, den viele schon seit einigen Jahren beschritten haben oder angefangen haben zu beschreiten, dass der definitiv in den nächsten Jahren wesentlich stärker ausgebaut wird und das Messen generell, wie die Fotokina und auch andere, auf jeden Fall auf dem absteigenden Ast sein werden. Vielleicht werden sich auch komplett ändern, um stärker auch in dem ganzen Social-Media-Verbund eine neue Rolle zu spielen. Aber die klassische Messe, Stand, Hersteller, Ausstellung, Leute, die gucken, anfassen und wieder nach Hause gehen, das ist sicherlich das Auslaufmodell. Und wie sich das Ganze Social-Media-mäßig entwickelt, da bin ich genauso wie ihr auf die nächsten Jahre gespannt. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben und empfehlt mich weiter. Und abonniert RohrTV. Ich sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal auf diesem Sender.